Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Hier sind wieder die Becky Und der Michi. und uns ist beiden verdammt kalt. Aber ja, das soll ich auch nicht sagen, oder was? Naja, es ist immer noch keine Heizung da, aber Kommen wir zu was Warmem. kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Heute haben wir euch zwei Filme mitgebracht, die wir euch schon vor einiger Zeit vorstellen wollten, beziehungsweise einen davon wollte ich euch schon vor einiger Zeit vorstellen, aber dann kam immer wieder was dazwischen. Wir haben es verschwitzt und immer wieder und aufgeschoben, aufgeschoben. Und dann kam auf einmal die Fortsetzung. Ja. Ja, und da haben wir gesagt, okay, dann machen wir eben ein Video, in dem wir beide Filme vorstellen. Sie gehören jetzt zusammen. Und ganz nebenbei hat uns auch der Publisher von jedem Film eine DVD zur Verfügung gestellt. Die wandert mit in die Kanalbox. Also die folgenden Filme wurden gesponsert von Square One. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und die wandern mit in die Kanalbox. Wie ihr die gewinnen könnt, das könnt ihr euch nachher im Anschluss an dieses Video ansehen. Wir hatten in unserem 2000 Abonnenten-Dankvideo ein kleines Gewinnspiel. Da müsst ihr zwei Fragen beantworten. Hashtag 2000. Unter dieses Video, nicht unter das hier, sondern unter das, das am Anschluss verlinkt ist. Und dann könnt ihr das gewinnen und das noch die ganze Woche. Heißt also bis zum 30.11. läuft das Spiel noch und am 1. ist dann Schluss. Dann machen wir eine kleine Auslosung. Aber heute geht es einfach mal um diese tollen Filme aus Frankreich. Und jeder, der mich kennt, weiß, ich hasse französische Filme. Ja, Ja? boah, wir haben uns noch keine Woche gekannt. Da sagte er schon, nur damit du eins weißt, ich hasse französische Filme. Ist okay. Ja, ich kann mit französischen Filmen im Allgemeinen nicht viel anfangen. Aber dann möchtest du vielleicht die Geschichte weitererzählen, weil eigentlich, ja, und dann kamen ein paar meiner Lieblingsfilme. Da waren dann die Besucher mit dabei, mit Jean Reno und Christian Clavier. Und dann, Die Asterix-Verfilmungen. ja, die fand ich, nein, 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 Aber nein, ganz nein. viele Ja. Ja. französische Komödien, Alibi.com. deren Namen mir entfallen ist und sowas, Ja. weil Ja. es ist einfach zu viel, was ich mit ihm gucken muss. Ja, und da kamen dann nach und nach die ganzen Louis de Funès-Filme. Aber französische Und Filme sind alle scheiße. ja, und da habe ich selber festgestellt, ja, so richtig ganz 100% stimmt das ja nicht. Und gerade französische Komödien mag ich ja eigentlich schon. Überhaupt nicht. Doch, ja, jein. Also, ja, ich tue mir ein bisschen schwer damit, schon. Nee, du nicht. Ich liebe französische Filme, oh, französische Filme, oh, Monsieur, beste Filme der Welt. So, und heute stellen wir euch zwei französische Filme aus den Jahren 2015 und 2018 vor, die aber jetzt erst dieses Jahr ihre deutsche Videopremiere feiern. Im Kino waren sie gar nicht, was ich schade finde, aber gut, das ist ja momentan sowieso blöd, Filme ins Kino zu bringen. Und Noch ein die. bisschen unsicher. Noch ein bisschen, ja, man weiß es nicht. Ne? Wenn ich sage, ja, hier, ich bringe jetzt nächsten Monat einen Film ins Kino, dann sagen die, ja, welches Kino? Machen wir jetzt erstmal wieder zu. Ja, wir hoffen, wir Sagen drücken wir aber mal die besser, Daumen, ja, das sagen wir mal nicht. besser das nicht, genau. Genau. Ja, also, und jetzt lange Rede, kurzer Sinn, und Wie kommt welche. die dusselige Alte auf Warm? Zeigt. Ja, die Filme, die wir euch mitgebracht haben, spielen nämlich im Orient. Und da ist es ja warm, ne? Ja, zumindest, ja, doch, da ist es sogar sehr warm. Ja. Das ist sehr, da freut man sich schon, wenn man eine Capri-Sonne findet. Nur auch, ja gut, so lange. Aber Also ich hätte gewusst, wie ich die aufkriege, auch ohne Strohhalm. ja, also wir werden euch gleich auch ein paar Clips und Trailer und sowas zeigen. Haben wir die Erlaubnis von Square One eingeholt, dürfen wir. Und deswegen, also die Der Papa Filme, hat der gefragt. Papa hat gefragt und Square One hat gesagt, aber sicher. So, und ja, und die Filme, um die es geht, sind einmal Aladdin, Tausend und einer lacht. Jo. Ja, was für ein Titel. Ja, also da Ja. hätte ich von vornherein gesagt, okay. Ja, dieser Film ist vom Regisseur, ich kann es nicht lesen, Arthur Bon-Bonsoir-Queux. Ich Aber weiß, mir nicht anfotzen von wegen meine Schrift ist scheiße, ja? es ist nicht die Schrift, es ist einfach die fehlende Brille und außerdem französische Namen, du weißt ja, da tue ich mir echt schwer mit. Ja, und der zweite Film, du kannst ihn ja schon mal. Ja, genau. Nimm Ja. doch die DVD. Ja, ich nehme mal die Ja, das ist aber die DVD. falsche hier. Das ist der hier. So, und der zweite Film ist natürlich die Fortsetzung, die 3 Jahre später, also im Jahr 2018, Ich kam. kann Und das auch das nicht ist lesen. Aladdin Arthur auf jeden Fall. Aber alles, was Arthur. danach kommt, ist Benz Arthur. Benzakim.
Benzakin. Da heißt Artus. 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 Nee, das ist ein R. Hat er einen Aal? Oh Gott. Euer König Artus. Hier, da, dieser Mann mag keine französischen... Das ist Monty Python, ist nicht französisch. Egal. Mann, Mann, Mann. Aber, mir doch egal. Aber kriegen die Briten meinen König, hat er bald ein Glied zu wenig. Willkommen, heute singt für Sie das Niveau. Ja, und ja. Der zweite Film wäre dann Aladdin, beziehungsweise Alad 2. Das fand ich im Audio. Wir hatten beide keinen Französischunterricht in der Schule. Ich schon. Ich habe mich, ja, shame on you. Ich hatte Spanischunterricht und das, also aussprechen kann ich das immer noch. Was, Spanisch? Ja. Ja. Der zweite Teil ist übrigens von einem anderen Regisseur. Der zweite, das müsstest du lesen. Ja, das, ja, genau, weil ich bin. Ich habe das hier aufgeschrieben. Ich habe von Lionel Stickete. Und der trägt den Titel Aladdin Wunderlampe versus Armleuchter. Ja. Ja. Und jetzt, ihr merkt schon von den Filmtiteln her, das sind hochintellektuelle Filme mit Tiefgang, ganz viel Sozialkritik und nein, es sind Komödien und es sind fantastische Komödien, ja. Aber ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und bewegte Bilder sowieso noch viel mehr. Hier habt ihr ein paar Ausschnitte aus Teil 1. Eine magische Lampe. Ein Bösewicht. Eine Prinzessin. Ein Djinn. Ihr denkt, ihr kennt die Geschichte schon. Moment, kommt jetzt etwa eine Geschichte? Ja? Bitte nicht, langweilt mich. Willkommen in Bagdad, meine Herrschaften. Palast des Sultans, Aladdin DVD, erscheint in 1000 Jahren. Ich bin nicht eure Gefangene, ich bin eure Tochter. Find einen reichen Mann. Sehr reich und hübsch. Nein, vergiss hübsch, nur sehr reich. Gefällt mir dein Neffe. Hab ich gesagt, du sollst das machen? Ich habe heute Morgen gedacht, das wäre eine ziemlich gute Idee. Soll ich dir vielleicht die Fresse polieren? Nein. Mir geht der junge Gauner nicht aus dem Kopf. Diese tollen schwarzen Locken. Naja, das war eher so eine Art Vogelnest. Seine Augen hatten dieses Funkeln. Die standen total nah beieinander. Das verbesserst du mich jetzt jedes Mal, wenn ich was sage? Ich bin zwar nett zu dir, aber nicht deine Freundin. Das ist unmöglich. Sie will keinen anderen heiraten. Ich hasse den Visier. Ich sehe deine Raserei. Lass es raus, verfluchter Visier. Komm mit mir auf die dunkle Seite. Wo ist die? Gleich hier nebenan. Katonka. Wischen, um sie zu entsperren. Ich vermute, Aladdin hat sie gesperrt. Ihr braucht sicher einen Code. Noch 2 Punkte mehr in Bagdad und Ende Gelände. Na klar. Wir fanden es geil. Oh. So, ja. Also ich habe mich nicht nur mit diesem Video jetzt hier zu diesem Film ein bisschen schwer getan, sondern irgendwo... ich persönlich... du magst wirklich keine französische Filme. Ich mag wirklich nicht viele französische Filme. Ja, außer natürlich Dinner für Spinner. Ich mag vor allen Dingen keine Komödien, Leute. Ja, das stimmt allerdings. Die guckt nicht wirklich... Französischer Film... Sie hat ja mit mir so viel zu lachen. Ganz genau, ganz genau, ganz genau. So, französischer Film, Komödie... ja, das Thema ist auch nicht unbedingt so meins. Ich so, okay. Welches Thema? Ja, Aladdin. Aladdin? Ja, nö. Ja, gut. Ach. Und dann lieber, und was habe ich mich beömmelt? Wir haben uns beömmelt? Also zunächst einmal... Nonstop Nonsens, wenn man das mal so sagen darf. Fangen wir mal vorne an. Um was geht es überhaupt in Aladdin 1001 Nacht? Ach ja, stimmt. Ja, es geht um einen kleinen... Gelegenheitsgauner, und das ist nicht Aladdin, sondern der heißt anders, den Namen, der ist mir jetzt tatsächlich entfallen, und der will am Heiligen Abend jedenfalls in ein Kaufhaus einsteigen, und zwar schleicht er sich als Kaufhaus-Weihnachtsmann in das Kaufhaus ein, wird dann allerdings von Kindern dazu genötigt, eine Geschichte zu erzählen. Bezaubernd. Setzt sich dann hin und beginnt die Geschichte von Aladdin und der Wunderlampe zu erzählen. Und dabei ist er selber, also schlüpft er selber, also auch der Schauspieler,
Schauspieler, das war, ach liebe Güte, ich kann das... Der Regisseur, nee, das ist der Produzent. Der Hauptdarsteller, Kev Adams. So, Kev Adams, der Kev Adams, der spielt halt diesen Gelegenheitsgauner und auch den Aladdin, von dem er erzählt. Und der begegnet da halt in dieser Welt einmal der Prinzessin, das ist dann tatsächlich die Frau, beziehungsweise die wird dann auch von der Frau gespielt, die er in Wirklichkeit, in die er verliebt ist. Ja. Und auch sein bester Kumpel und der Gegenspieler, das sind halt alles Figuren, die dann... Alles Doppelrollen, ich drücke die Daumen, dass sie auch doppelt bezahlt wurden. Man weiß es nicht genau. Jedenfalls, die tauchen dann halt in dieser Geschichte auf. Es ist so ein bisschen wie bei Der Zauberer von Oz. Da hat man ja auch, die projiziert ja auch die Figuren aus der Richtung. Es ist aber eigentlich egal. Also der Hauptteil der Geschichte spielt halt im Orient und Bagdad. In Bagdad. Und ja, dann bekommen wir halt quasi die normale oder die bekannte Geschichte von Aladdin zu hören, wie wir sie schon aus der Disney-Verfilmung kennen. Wobei, die Disney-Realverfilmung ist aus dem Jahr 2019. Das heißt, diese beiden Realverfilmungen hier, beide waren vorher da. Ja. Also jetzt kann man, wer wo geklaut hat, ne? Nein, das ist ja nicht geklaut, die Disney-Verfilmung mit Will Smith ist ja quasi basiert ja auf dem Zeichentrickfilm. Und dieser Film, der erzählt... Er orientiert sich schon sehr an dem Zeichentrickfilm von Disney, gerade der zweite, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber der rotzt dem irgendwie ins Gesicht, oder? Es ist auf jeden Fall, es ist quasi, also man könnte sagen, es ist eine Parodie, die vor dem Originalfilm da war. Und das ist einfach, es ist witzig, es ist super cool. Es sträubt sich mir im Nacken, wenn du vom Originalfilm sprichst. Jo, also von der Realverfilmung von Disney, also... Es ist quasi eine Parodie auf die Realverfilmung von Disney, die allerdings 2 Jahre später, beziehungsweise 4 Jahre später kam als der erste. Und es steckt so voller, das ist dieser typische französische Humor, der ist im Englischen nicht ganz unähnlich, es ist total albern eigentlich. Englische Komödien mag ich übrigens. Ja, aber der Humor ist wirklich, hat sehr viel von Monty Python. Also diese Filme haben sehr viel von Monty Python. Ich habe zuerst gedacht, das wäre vielleicht so ein bisschen so wie Scary Movie halt, dass da halt einzelne Szenen und sowas parodiert werden. Ist aber nicht der Fall, was ja schon alleine daran scheitert, dass die Vorlage, die parodiert wird, noch gar nicht existierte. Der Film nimmt sich selbst und die Geschichte nicht ernst, zieht das alles durch den Kakao und haut wirklich im halben Minutentakt haut er seine Klopfer raus und es ist einfach saugeil, teilweise ein bisschen albern. Oh, bitte. Also nein, also wenn ihr schon mal französische Komödien gesehen habt, wie zum Beispiel Die Besucher mit Jean Reno, ich habe das eben schon mal gesagt, das ist aber das amerikanische Remake. Echt? Das ist ja. Aber auch mit Jean Reno und Christian Clavier, aber halt nicht so gut wie das französische Original. Und französische Krimis mag ich. Welche? Pupun und Flüsse. Ach so, ja, also Thriller. Ja. Thriller. Ja. Ja, wobei die sind schon sehr amerikanisch, muss man sagen. Doch, auch wenn es jetzt französisch ist, ist es schon sehr amerikanisch. Ja. Diese Filme strotzen halt nur so vor Einfällen und vor lustigen Ideen. Die Geschichte die hat auch ganz viele Anspielungen auf das Hier und Heute, was alleine dadurch begründet wird, dass die Geschichte, zuerst hätte ich gedacht, das macht ja gar keinen Sinn, wenn der da steht und DVDs verkauft auf dem Bazar. Aber da das ja von einem erzählt wird, der hier und heute lebt und dann quasi dann da so diese Bezüge zu heute mit einbaut, da macht das dann Sinn. Da ist es dann irgendwie super witzig und es passt einfach. Ja. Es ist natürlich stark überzeichnet, aber trotzdem witzig. Und die Prinzessin, die Prinzessin. Die ist so geil, die Prinzessin. Nein, ist schon cool, oder? Die Prinzessin, die ist schon... So ein bisschen Elena Mira-Style. Nein, so schlimm ist sie nicht. So schlimm. Ja, sie flucht nicht so viel, aber... Nein. Robin wohl doch ein Feger. Ist es Absicht, dass die raushängt? Scheiße. Vielen Dank.
Von vorne sieht man es leider nicht. So, ich hatte jetzt gerade einen Filmclip eingebunden. Das weißt du natürlich nicht. Wir sehen das, wir drehen das jetzt gerade, aber ich habe ja im Kopf schon so einen kleinen. Ja, so, das wäre dann der erste Teil. Da haben wir neben dem. Oh, ich kann das alles nicht lesen. Schreib es doch einfach unten rein. Der Großvisier, der ist halt hier der Bösewicht und der macht. Der ist auch cool, aber irgendwie. Die Geschichte, der Kampf zwischen Gut und Böse ist eigentlich vollkommen irrelevant. Es ist einfach nur eine Aneinanderreihung von Gags. Und was mich besonders gefreut hat, der Genie wird von Eric gespielt. Eric Ramsey. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das steht hier. Eric Ramsey. Eric Judor. Und das ist einer von dem Comedy-Duo Eric und Ramsey. So, und ich hatte mich aber ein bisschen, nicht geärgert, aber im ersten Teil hier, der Genie war halt da und das war Eric. Und als Duo sind die beiden noch viel besser. Die haben zum Beispiel Lucky Luke gegen die Daltons gemacht, wobei in dem Film, das ist dieser furchtbare Film mit Til Schweiger als Lucky Luke, ganz, ganz schrecklicher Film. Aber die beiden, die trumpfen da voll auf, Double Zero. Double Zero hieß der, glaube ich. Da spielen die beiden auch, also zusammen sind die ganz toll. So, und im zweiten Teil, da ist dann auch Ramsey mit dabei. Also das ist einmal, ich kann das nicht lesen. Ne? Das ist alles so dann klein. Dann lass doch einfach deine schicke Ramsey Bedia. Nein, dann spiegelt das aber ja alles. Ja, Ramsey Bedia. Also hier spiegelt sich auch alles im Gesicht. Also da haben wir dann beide drin. Da haben wir Eric Judor und Ramsey Bedia. Und die spielen nämlich beide Djinns. Da haben wir nämlich einmal den Djinn von Aladdin und dann noch den Djinn von dem bösen neuen König, Kaiser, Wesir. Ne, was ist der? Schar? Ich weiß nicht. Er will Kalif sein anstelle des Kalifs. Ist es der Kalif? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Prinzessin mittlerweile allein Regentin. Ja, weil im zweiten Teil, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen weiter ausholen, im zweiten Teil. Was? Im zweiten Teil sind die beiden quasi zusammen. Ja, Aladdin und die Prinzessin, aber Aladdin will das eigentlich gar nicht. Doch, er will nicht erwachsen werden. Er will nicht die Pflichten und die Rolle des Ehemannes übernehmen und des Kalifen oder des Herrschers von Bagdad und all sowas. Das ist ihm alles zu, macht ja keinen Spaß, das hat ja mit Verantwortung und mit Pflichten und all so einem Scheiß zu tun. Der Dieb fiel der gefürchteten Palastwache in die Hände und wurde der Prinzessin Shalia präsentiert, die der Legende nach sensibel, sanftmütig, elegant und kultiviert war. Haben sie dir ins Hirn geschissen? Ich erkläre dir, was du damit aussieht. Du erklärst mir was? Das ist der Schatz von? Von Bagdad? Und nach der Heirat bist du der Prinz von? Von Bagdad. Hab dich nicht verstanden? Von Bagdad. Ich hatte doch nur vor... Und auch hier haben wir wieder den Bezug, weil im Hier und Heute sitzt nämlich der Erzähler aus dem ersten Teil im Flugzeug und will zu seiner Freundin, die ihn verlassen hat, für einen anderen. Und genau das spiegelt sich dann auch in seiner Erzählung, die er dem Jungen, der auf dem Nebenplatz sitzt, erzählt und der das eigentlich gar nicht hören will. Willkommen in meiner Welt, du liebes Kind! Wieso? Erzähle ich dir auch so viel, was du nicht hören willst? Wir können ja gerne an dieser Stelle das Video beenden. So sitze ich dann abends da. Naja. Und in der Geschichte ist das auch so. Da hat nämlich die Prinzessin einen neuen Verehrer und die nimmt den auch an. Und Aladdin landet dann im... Die Prinzessin hat einen neuen Verehrer, ja, aber die ist von dem so dermaßen angewidert, nur von Aladdins absolut kindischen, pubertären und infantilen Verhalten sowas von enttäuscht. Jung, ich brauche jemanden, der mit mir dieses Land, diese Stadt regiert. Du taugst nichts. Dann muss ich das eben machen. Ja. Die ist pragmatisch, die Frau. Aber sie versucht mehrmals, eine glückliche Witwe zu werden. Jedenfalls, dieser Clever ist sie auch noch. Ja, und dieser neue Verehrer, im ersten Teil hatten wir ja, wie gesagt, diese Schauspieler hier, diesen... Lies doch mal vor hier, ich kann das nicht ich lesen. Ich kann hier, das doch auch nicht. Aladdin. Jedenfalls im zweiten Kev Teil... Adams. Im zweiten Teil haben wir deutlich mehr Stars am Start. Da hätten wir zum Beispiel die Rolle des Verehrers, und das ist eine relativ große Rolle, die wird von... Du meinst Ramel de Bouzy?
Genau der. So, und den kennen wir zum Beispiel aus Die fabelhafte Welt der Amelie und aus Asterix und Obelix, aus der Realverfilmung. Außerdem ist der Regisseur, Produzent, der ist also, es ist ein richtiges Schwergewicht, also filmisch gesehen, in Frankreich. Also den, das ist richtig... Oh. Ja. Und ich habe ihn nicht erkannt, weil ich habe all diese Filme nicht gesehen und deswegen muss ich muss das leider sagen. Ich kenne nur so eine Handvoll französischer Schauspieler und es gibt wirklich viele französische Filme, die ich toll finde, aber ich bin da echt kein Fan von. Fan von den Namen, aber... das ist aber auch schön. Ja, und ich habe auch eben gelesen, es gibt so viele schöne französische Filme, aber die kann ich alle nicht sehen, weil ich mit ihm andere Filme gucken muss. Was denn zum Beispiel? Zum Beispiel wurde hier hinten... komm her. Wo war es? Willkommen bei den Sties. Oh, super Film. Geil. Super Film. Gleiches Produzententeam übrigens. Das so. Wollte ich gerade sagen. Warum genau. Steht da hinten drauf? Weil der auch produziert hat. Ganz genau. Ja. Und ganz viele andere schöne Filme sind mir noch eingefallen, aber sind jetzt auch schon wieder weg. Der kleine Nick zum Beispiel. Oder die Kinder des Monsieur Mathieu. Und also was. Ja. Aber kann ich... Ne? Okay, anderes Thema. So. Kommen wir nun zu etwas völlig anderes. Zu Alain Deux. Alain Deux, genau. Der zweite Teil heißt Alain Deux. Haben wir schon gesagt, ne? Haben wir schon erwähnt. Ja. Also bleiben Alain wir bei Alain Deux. Alain Deux. Ja, und der böse Wicht quasi... Also der böse Wicht, wirklich Wicht. Der ist so. Aladdin ist hier und der ist von der Körpergröße so. Also... Der kommt in den Besitz einer eigenen Wunderlampe. Auf dem Schwarzmarkt, Leute, das war eine geile... Ja, hier... Rihanna. Unglaublich. Ich bin's, Aladdin. Was ist so dringend? Wir haben hohen Besuch. Ich, Shazaman, werde erstens Bagdad erobern und mir zweitens... Deine Freundin schnappt. Du machst was, Rastaman? Wahid, was ist das für ein Scheißschwert? Bring mir das Schwert, das jedem Angst macht. Na los, und ab geht's. Teleportation nach Bagdad. Wir befreien die Prinzessin. Let's go, Baby. Okay, das ist ein klitzekleines Aufwärmproblem. Ich will auch eine magische Lampe. Willkommen auf dem Schwarzmarkt. Ihr müsst die Prinzessin einfach eifersüchtig machen. Und dafür muss sie euch mit einer Frau sehen. Na, und wie findet ihr mich? Wer ist die denn? Eine gute Freundin aus Paris, die mich mal besuchen wollte. Sieh an, ein schlauer Gin. Ihr seid ein Meister, der Größe hat. Schlacht der Genies? War's das? So, und was machen wir jetzt? Vertraust du mir, Aladdin? Natürlich nicht. Hey, das klappt. Könnte was sein. Ich muss hier rumlaufen können, und zwar extrem diskret. Das wäre mir zum Beispiel möglich als Wächter. Kein Ding. Super. Was ist mit meiner Stimme los? Es gibt Schlimmeres. Ja, der Schwarzmarkt. Ja, der Schwarzmarkt. Ey. So, und schickt Aladdin wortwörtlich in die Wüste. Ja. Ja, und Aladdin hat aber zum Glück ja noch seine Wunderlampe, beziehungsweise den Djinn. Den hat er im ersten Teil befreut. Befreut. Achtung, Spoiler. Ist ja allgemein bekannt. Nein, ist doch klar. Das weiß ja jeder, dass der Djinn am Schluss befreit. Genau, das gehört ja zum Deal. Ja, ja, aber der Djinn hilft ihm trotzdem. Der sieht jetzt natürlich ein bisschen runtergekommen aus und knattert da ein Mädel nach dem anderen weg. Und er hat halt so seine Probleme. Ja. Ist halt perfekt besetzt mit Eric. Und er versucht dann halt die ganze Zeit nach Hause zu kommen, was nicht so ganz klappt. Währenddessen buhlt der neue Freund der Prinzessin halt die ganze Zeit und hat auch seinen eigenen Djinn. Yeah. Der ihm halt auch zur Seite, und das ist halt Ramsi. Und passt wunderbar. Und dann gibt es auch noch ein Duell mit den beiden Djinns gegeneinander. Es ist fantastisch. Also ich muss sagen, der erste Film, der hat uns schon sehr gut gefallen. Der war sehr witzig. Der hatte unheimlich viele lustige Momente. Wir saßen wirklich hier und haben gedacht, ja, gucken wir mal, probieren wir es mal aus. Und wir konnten nicht wegschalten, weil es ist einfach geil. Es ist so ein bisschen auf dem... Es ist vom Humor her wirklich so ein bisschen wie die nackte Kanone. Es ist ein Spruch nach dem anderen. Im Hintergrund passiert so viel. Es ist einfach total geil. Und, Police Academy, ja. Und der zweite Teil, der ist sogar noch lustiger. Der ist noch alberner.
Jetzt, ja, könnte man natürlich sagen, er ist alberner. Das ist so. Das ist scheißegal. Aber das macht eben noch mehr Spaß, weil da haben wir noch mehr gelacht. Ja. Und dann es gibt auch so viele Gastauftritte im zweiten. Ich habe mich so weggeschmissen. Ich glaube, es ist kein Spoiler, wenn ich kurz sage, Gérard Depardieu. Oh. Gérard Depardieu hat da einen kleinen Gast, eine wunderbare kleine, ich gehe jetzt nicht näher drauf ein, aber ich habe mich weggelacht. Und ganz viele andere Superstars aus dem französischen Kino haben hier kleine Gastauftritte, ähnlich wie Gérard Depardieu. Es ist einfach, es ist zum Schießen, es ist so geil. Ja. Es hat richtig Spaß gemacht, diese Filme zu gucken. Jo. So. Und ihr könnt das auch, ja, zum einen den ersten gibt es ja schon lange zu kaufen, den gibt es nämlich seit dem 9.9. zu kaufen schon, also hier 1001 lacht. Und hier der zweite, Wunderlampe vs. Armleuchter, den gibt es seit heute zu kaufen, seit heute, den könnt ihr, und wir haben den aber schon 4 Wochen hier liegen und trotzdem, wir haben das immer, aber gut, da ist so Halloween dazwischen gekommen. Ja, und so vieles andere mal wieder, wir haben ja, naja, gut. Also, ist ja auch so, man muss ja auch irgendwo ein bisschen in der Stimmung sein für irgendwie so einen Film. Ja. Und wenn du eh gerade auf ging, 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 dann guckst du dir nicht eine Komödie an. Stimmt. Und wenn du dann guckst du dir auch keine Komödie an. Obwohl gerade dann vielleicht, dann macht es ja mehr Spaß, dann kommt man vielleicht auf andere Gedanken. Auf jeden Fall zwei hervorragende französische Komödien, super lustig, super albern. Klare Empfehlung. Politisch nicht ganz korrekt. Nein. Muss man, politisch nicht ganz korrekt. Und aus die ein oder andere schwulen Witz ist, aber genau das ist, das war so geil, das hat so viel Spaß gemacht. Es ist halt, es war auch vor der Corona-Geschichte, also da hat... Wie gesagt, der erste ist von 2015, der zweite von 2018 rausgekommen, sind sie beide dieses Jahr. Und weil die uns so gut gefallen haben, legen wir euch jetzt auch die zwei hier auf DVD, damit jeder sie gucken kann. Es gibt ja da draußen auch Leute, die haben gar keinen Blu-ray-Player, deswegen... Wenn du im Auto hinten die Kinder bespaßen möchtest, diese portablen Dinger, das ist außerdem immer noch nur DVD. Die außerdem, gibt's nicht auf genau. Also DVD ist immer noch Marktführer und deswegen, und weil uns Square One die DVDs zur Verfügung gestellt hat, legen wir diese beiden DVDs in die Kanalbox mit rein. Könnt ihr also gewinnen, die sind mit in der Kanalbox drin. Und ich denke, das wird euch genauso viel Spaß machen wie uns, wenn ihr diesen Kanal verfolgt und ungefähr auf unserer Wellenlänge seid, was den Humor angeht, dann ist das genau das Richtige für euch. Ja. Einfach geil. Nochmal ein kurzer Clip hier. Was soll der Scheiß? Das ist doch unfassbar. Zum Glück eine Capri-Sonne. Oh nein. Der Strohhalm fehlt. Einfach geil. So, und das war's dann auch schon für heute. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen, so wie uns diese beiden Filme gefallen. Das klingt jetzt sehr nach Werbung, ne? Also ich bin ganz ehrlich, wenn mir diese Filme nicht so gut gefallen hätten, dann hätten die uns hier 10 Stück hinlegen können, die wir verlosen können. Dann hätte ich auch gesagt, nee, das ist nix. Oder ja, kann man gucken oder was, aber wir sind wirklich total begeistert von dem Film. Ja. Ich für meinen Teil habe den ersten sogar schon 2-mal geguckt, aber da war sie morgens auf der Arbeit und ich habe dann nochmal hier so angesagt, das ist so lustig. Hat mir so Spaß gemacht, richtig geile Filme. Doch. Ja. Ich muss sogar sagen, die haben mir ungewollt gut gefallen. Ja, du wolltest sagen. Ja, wie gesagt, Französisch, Komödie, ja, und Aladdin, okay. Aber geil. Ja. Aber geil. Und die Prinzessin ist aber auch ein Schnuckelchen. Muss man, das ist wirklich. Aladdin cool. Ist viel heißer. Seht, da ist für jeden was dabei. Ja. Und damit. Der hat die Haare so schön. Genau. Und damit verabschieden wir uns auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Hoffe, ihr bleibt gesund. Hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Hoffe, unsere Heizung kommt bald. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt geil. Und Euer Michi. Und die Becky. Genau. Sagen wir es immer? Nee. Ja. Und denkt an das Gewinnspiel. Hier. Hier ist es, hier oben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi, schönes Wochenende.